weil wir setzen ja nicht auf Magie. Okay, was können wir jetzt nehmen? Wir können wieder unseren Verstand verbessern. Wir könnten aber auch einen anderen Wert verbessern. Wir könnten zum Beispiel auch das hier machen, uns aber den Geisterstein halt nicht holen. Dadurch aber unseren Angriff verbessern. Das machen wir jetzt einfach mal. Weil sollten wir mal mit einem Helden aneinander geraten, haben wir mit 4 Angriff echt ein Problem. Exil auf dem nächsten gelegenen freien Berg. Zug endet sofort. Ja, toll. Und dann hat er einen richtigen Schutz abgesagt. Ja, der macht jetzt den Bären kalt. Der macht ihn jetzt kalt. Oder auch nicht. Obwohl, ne? Ja, doch schon. Nicht mehr viel zu machen. Der holt sich jetzt den Stein. Und dann greift er wahrscheinlich mich an. Ja, das war jetzt echt sehr klar. Eine Karte, weil die ich sowieso nie spielen würde. Ja, gerade die. Na komm. Alter. Klasse. Damit bin ich jetzt raus. Das lief echt scheiße. Kann man ja nicht sagen. Das lief mega scheiße. Das lief echt mega scheiße. Sind wir jetzt wenigstens näher an unserem Ziel? Oh Gott, die hat auch nur noch ein Leben. Ja, ich denke mal, der Fluch wird die jetzt killen. Ja, der Fluch wird die jetzt killen. Obwohl der Fluch hatte relativ scheiße gewürfelt, aber der macht die trotzdem kalt. Ja, der macht die total kalt. Eigentlich darf man jetzt nur 2 von den Angriffen rechnen, weil er kriegt ja jetzt dadurch, dass er sie tötet, 1 dazu. Lief also nicht so gut für das Wölfchen. Wir generieren viel zu wenig Gold. Es lohnt sich für mich wesentlich mehr Magiekarten zu ziehen. Okay. Haben wir irgendeine Magiekarte? Wir können eine Karte klauen. Wenn ich denn jemanden sehen würde, dem ich eine Karte klauen kann, da hinten. Aber bis dahin komme ich nicht, ne? Nein. Dafür ist die Reichweite zu klein. Dann können wir nichts mehr machen, diesen Zug. Ja, der macht den jetzt fertig.
Obwohl, wahrscheinlich wird es ein gegenseitiges Töten, wenn ich mir so angucke, was der Fuß mit ihm macht. Ich dachte, da geht's in die Siedlung. Na, verdammt. Was macht er? Let my rule be dunkle Stürme. Oh Gott. So, haben wir noch irgendetwas, was wir machen können? Zu wenig Reichweite. Ja, die hat noch 3 Gesundheit. Okay, was kann ich für euch tun? Wir können einen Knappen kriegen. Überlebt ihr einen Kampf, erleidet euer Gegner -2 Gesundheit. Ja, okay, die Voodoo-Puppe ist natürlich mega gut. Uiuiui. Ja, wir steigern mal unser Leben. Oh Gott, da hinten. Oh Gott, das Ding ist so cool. Wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht mehr in die Nähe von jemandem kommen, der den Fremden dabei hat. Weil den dabei zu haben, ist der letzte Kack. Zwar jemanden, die eigentlich jemand, der wirklich darauf steht, wenn Sachen mal total random passieren, auch zu meinem Nachteil, weil der Fremde ist einfach mega schlimm. Ui, ein Treffer. War ja ein spannender Nahkampf. Ah, der wird gesucht. Das war's immer noch nicht für den Bären. Nein, jetzt geht er in den Wald. Scheiße. Ah, holt sich einen Lebenspunkt zurück. Okay. Habe ich irgendwas, was mal eben schnell 2 Leben abzieht? Oh ja, hab ich. Spielen auf Kreatur kann nicht mehr, obwohl es ja kein Held. Ist die Frage, ob das dann überhaupt funktioniert. Vor allem habe ich kein Gold. Ja, ich habe kein Gold. Das ist jetzt wieder mal. Das ist cool. Wir versuchen uns mal an dem... ich habe immer noch 1 Foiler. Das ist echt sehr ärgerlich. Karten, die ich sowieso nie spiele.
Zum Beispiel diese super teure hier. Alle anderen Karten habe ich eine Chance. Oh, die eine hätte ich spielen können. Oh Gott. Das lief jetzt nicht wirklich gut. Das lief jetzt echt nicht wirklich gut. Ziehen uns mal ein bisschen zurück. Oh Gott, jetzt greift sie uns gleich an und das war's dann. Ach, scheiße. Ah, doch nicht. Er rennt erstmal in den Palast. Ja gut, theoretisch war es für ihn ja besser, zu seinem Clangebiet zurückzukehren. Aber das kann er nicht machen. Fühlen wir es auch besser. In den gesuchten Status loszuwerden. Try a little harder, heroes. Yay! Ansehensanführer. A new law? Why yes. Verzerrte Realität. Der Wahnsinn des Königs bringt die Wildnis aus dem Gleichgewicht. Im ganzen Königreich erscheinen Portale in Steinkreisen. Königliches Kopfgeld. Der König steht, dem König steht der Sinn nach ein bisschen Bewegung. Er zahlt dem Ansehensanführer viel Gold im Austausch, im Austausch für die Platzierung eines Kopfgelds auf ihn. Könnte ich theoretisch machen, weil ich habe sowieso kaum noch Leben. Das Problem ist, River ist ziemlich nah an mir dran. And the kingdom shall know my rule. Und das gönne ich eigentlich nicht. Oh Gott, sämtliche Steinkreise sind jetzt blockiert. Es sind überall Gefahren, man kann sich kaum noch bewegen. Okay, die töten sich gegenseitig. Oh cool, dann kann ich mir jetzt vielleicht die Siedlung holen. Weil ich müsste jetzt theoretisch dran sein. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Da drüben, okay. Dann gehen wir mal hier lang weiter. Ist natürlich jetzt riskant, weil er kommt gleich da rausgepimmelt. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Ja, wir haben nicht genug Gold, um irgendwas zu machen. Das kann ich leider nur auf Helden spielen, kann ich aber auch während alles passiert spielen. Heißt, wenn er da rauskommt und irgendwas macht. Ich würde das einfach gerne auf ihn spielen, damit er gleich nichts machen kann, wenn er jetzt mit mir in Nahkampf geht, weil der Kopf nicht weg. Wir müssen auf jeden Fall die Magiekarte hier wegschmeißen. Scheiße. Ja, komm. Machen wir auch nicht.
Ja, der macht mich auf jeden Fall noch nicht fertig. Ja, es wäre besser für mich gewesen, hätte ich ihn mal eben kurz sabotieren können. Oh Gott. Muss ich echt durch die Gefahr, aber ich kann einmal kurz hier durchgehen. Ja, streitet sich mit einem Fluch. Und dem Fluch ist im Grunde nichts passiert. Entschuldigung. Oh toll. Schnappt er sich gleich meine Siedlung. Oh, schon wieder der Speer. Oh, ich darf noch eine. Ja, das geht leider nicht. Wir haben allgemein nur ein Gold. Gucken wir mal, ob wir an dem einen Gold was ändern können. Ja, können wir. Jetzt haben wir das Item zweimal drin, ey. So, jetzt könnten wir den Fluch tatsächlich sogar schaffen. Versuchen wir es mal. Kriegt natürlich einen Würfel, weil wir haben ja eins Fäule. Den darf uns auf jeden Fall nicht platt machen. Irgendwelche Karten, die wir sowieso nicht spielen, zum Beispiel. Und keine. Ja, schlimm ist der Hauptpunkt jetzt gleich wahrscheinlich. Obwohl, nee, ich überlebe mit einem Lebenspunkt. Die einen könnte sie sogar schaffen. Nein. Oh, muss der auf mich zukommen? Ja, vollkommen klar. Und in die nächste Gefahr. Er hat nur noch zwei Karten.
Das Schlimme ist, für ihn war es sogar noch gut. Er konnte dadurch sofort seine Aufgabe beenden. Step forward, ab jetzt, also erweckter Schrecken, ab jetzt verfügen Flüche über +1 Aktionspunkt und +1 Kampf. Bürger laufen davon und verbarrikadieren sich zu Hause. Okay. Besuch vom Schatzmeister. Der Ansehensanführer händigt sein gesamtes Gold aus. Bei 5 Gold oder mehr +1 Ansehen. Bei weniger als 5 Gold -1 Ansehen. And so it is. Jetzt sind die Flüche natürlich echt schlimm. Oh ja, ja, jetzt wünsche ich mir gerade echt, ich würde mit Sana spielen. Ich will die Ausspielenkarte. Ziel wird gesucht. Ja, vom Klanggebiet aus. Meh. So. Oh, haben wir den Hasen irgendwo? Ja, da. Boah, cool. Das ist echt cool. Können wir das noch anlegen? Ja, können wir. So, dann sind wir jetzt relativ gut ausgestattet. Wir könnten sie jetzt theoretisch sabotieren, dass die Wachen sie wegkauen, aber eigentlich möchte ich das gar nicht unbedingt. Ja, wir gehen mal weiter.